Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Video in Train Sim World 3. Wir schauen uns mal den neuen RHTT-Train an, also beziehungsweise Gleisreinigungszug, der jetzt mit dem neuen Lokomotivpack gekommen ist. Und das ist hier, um was es hier eigentlich geht. Wir haben hier da unten Düsen dran, die hier. Und da kann man einerseits mit Wasser runtersprühen, dass wir hier die Gleise freikriegen von Laub etc. Und andererseits können wir hier auch noch ein Mittel mit drauf sprühen, um hier die Haftung zu verbessern. Wir machen hier beides heute. Das ist auch im Salat einfach so umgesetzt. Wir können jetzt nicht nur Wasser chatten hier, sonst sieht man den Effekt nicht. Moin, Kollege. Wir müssen da quasi mal alle Systeme anmachen. Mit dazu kommt hier die spezielle Version von der Class 66. Haben wir hier zweimal. Und von der bin ich so mäßig begeistert. Also einerseits finde ich die Texturen dezent mehr. Und jetzt passt es mal auf, was wir hier für Texturen sehen, wenn die Tür offen ist. Mach mal die Tür auf, bitte. Seht ihr das? Es sieht echt schlecht aus. Aber gut, man muss das Gott sei Dank nicht lange anschauen. Aber texturmäßig auf der Gelbs, da geht mehr. Bei dem hohen Standard, den ihr da bei Train Sim World 3 habt. Okay. So, da. Hier haben wir die Steuerungseinheit und die müssen wir bedienen. Normalerweise in echt wird das nicht der Lokführer machen, sondern ein zweiter. Denn der muss die Anlage immer bei der anderen ausmachen, je nachdem, ob wir stehen, ob wir über die Weiche drüber fahren oder ob Leute in der Nähe vom Gleis sind. Dann muss die Anlage abgestellt werden. Jetzt müssen wir das halt alles machen. Und die Anlage darf nicht laufen, wenn der Zug steht. Denn der Wasserstrahl ist so stark, dass er innerhalb von ein paar Sekunden hier ins Gleis reinschneiden würde. Wurde mir zumindest so gesagt. So, wir werden jetzt mal unsere Lok hier vorbereiten. Machen wir hier die Lichter mit an. Dann machen wir hier die Steuereinheit ein. Controller ein. Steuerung aktivieren. Für ein paar Sekunden drückt halten. Strom an und Motorstart. Okay. Und jetzt will er hier, also wir hätten hier einmal seit mit dem Sendite, das war für die Haftung und hier wäre es nur fürs Wassersprühen. Und er möchte, dass wir das jetzt schon anmachen. Also eigentlich wird man das erst dann anmachen, wenn wir uns bewegen, aber wir machen es mal, damit er glücklich ist. So. Nicht die untere Position, muss man ganz kurz schauen. Also leeren wäre das. Bremshebel auflösen. Ja. Sehr gut. So, mal schauen, ob der Effekt jetzt da schon an ist. Also laufen tut die Maschine. Ja, wie schon gesagt, der Effekt ist halt nicht an. Obwohl er es eigentlich sprühen müsste. Wir werden dann mal das hier ganz kurz anmachen. Machen damit jetzt das Gleis kaputt. Und jetzt ist er quasi da hier am Sprühen. Einmal hier und einmal hier. So, wir machen das jetzt mal wieder aus. Also das ist nicht ganz richtig hier umgesetzt. Was willst du? Leistung. Das kannst du haben. Die Bremsart stimmt aber nicht. Ich hätte gerne Break Timing. Select. Good. Exit. Jetzt passt's. Also die Info, was ich euch gerade ein bisschen erzählt habe von dem Reinigungszug, das habe ich tatsächlich von einem anderen YouTuber. Und zwar nennt sich der Dead Rail. Und der fährt wohl die Class 66 in echt und auch den Reinigungszug. Da hat er diese Infos ein bisschen droppt. Lass mal die heiße Platte anmachen. Kann ich mal Tee machen. Englische Züge sind einfach die besten.
Lass einfach immer ein Kochfeld mit zum dein Tee machen. Bis dann rot wird hier. Geh mal wieder rein. Was ich übrigens auch nicht zum Laufen gekriegt habe, ist hier die Zuglänge. Funktioniert bei mir irgendwie überhaupt nicht. Und der Data Code reagiert nicht drauf. Finde ich schon ein bisschen spannend, aber gut, brauchen wir jetzt eh auch nicht unbedingt. Bremstechnisch, nachdem wir hier hinten alles nass machen, werden wir schauen, dass wir hier nicht über 4 kommen. Dass wir so sanft wie möglich bremsen. Damit wir uns da keine Flachstellen reinmachen würden. Echt, wenn wir da zu krass unterwegs sind. Also die beiden Classic CX schauen schon ein bisschen fertig aus, von der Lackierung her. Gut, aber ich glaube, das könnte jetzt hier zum Chatting passen, also vor allem die hintere Lokomotive. Glaube ich, echt schlimm ausschauen, wenn sie da den ganzen Dreck abkriegt. Aber ich bin mit dem Chatting-Effekt noch nicht zufrieden. Weil das bisschen, was man da unten sieht, das ist ein bisschen wenig. In echt macht der Zug eine richtig schöne große Wasserwolke hinter sich und rund um den Wagen. Ich werde an der Stelle mal ganz kurz ein Video einblenden, wie das in echt aussieht. Und währenddessen machen wir hier unsere Düsen mit an. So, dann schauen wir mal. Also, am Sprühen ist er. Aber der Effekt sieht dann echt ein bisschen mau aus. Da hätte ich mal ein bisschen mehr erwartet. Und da würde auch mehr gehen in der Unreal Engine. Und nachdem sie ja so mit dem Wettersystem ja prahlen, finde ich es ein bisschen schade, dass man jetzt hier nicht irgendwie das simuliert hat, dass da irgendwie Laub rumliegt und dass man das wirklich wegbläst. Das wäre halt noch ein schönes Detail gewesen. Ah ja, Trainscam World. Wenn man das eigentlich ein bisschen rollen lassen, geht eh ein bisschen nach unten. Kommt da eine Weiche? Okay. Also ich werde darauf achten, dass wenn jetzt ein Weichenbereich oder so kommt oder ein Bahnübergang, dass wir die Dinger abschalten und dann wieder einschalten, so wie in echt. Ich glaube, Stufe 1 sollte jetzt hier reichen. Also ich frage mich gerade, wie viel Sinn das macht, hier im Tunnel zu reinigen. Hier drin sollten die Gleise eigentlich nicht so dreckig werden. Aber wir lassen es mal an. So von der Leistung. 40 Meilen am Ende des Tunnels. Und keine Weiche. Sehr gut. Oh, 1,3 Meilen 15. So, du bist heiß. Aber bei dir sieht man gar nichts. Schade.
Also brauchen wir mal langsam reinbremsen. Schön sachte. Erstmal. Oh, da ist ein Kollege unterwegs. Ist jetzt so schlimm auf der Strecke heute. Da ist der eine Kündigung für 15. Kommt aber noch ein bisschen spät, finde ich. Das wäre es jetzt noch. Sofort ins Leitermodus in Trainsim World 3. Das wäre der Hammer. Aber ich glaube, das. So wie in Train Driver 2, das werden wir hier drin nie sehen. So, dann lassen wir mal rollen ab hier. Ich habe es eh schon ja im Stream erwähnt. Ich freue mich schon auf SimRail. Ich glaube, das könnte das Spiel des Jahres werden, wenn es jetzt dann im Early Access rauskommt. Mit Rail 8 bin ich auch die ganze Zeit am Liebäugeln, also quasi Train Driver 2 in Amerika. Aber wenn ich mal da so die Videos anschaue dazu, das ist unglaublich komplex, finde ich. Also jetzt weniger der Fahrdienstleitermodus so an sich, aber so wie das da funktioniert, wie man die Industrien beliefert und so, ich finde es nicht gerade bedienerfreundlich. Auch vom Interface her ziemlich altbacken. Oder da haben wir da eine Weiche. Ist noch nicht. Ja, vielleicht auf der anderen Seite. Mal sehen. Aufpassen, sie könnten nass werden. Ändert sich ja vom Effekt hier. Nein. Keine Änderung im Effekt. Oh, wir gehen nach links. Da vorne haben wir einen weichen Bereich. Da werden wir dann abschalten. Und mehr Schmackes geben. Ready go ist aus. Also ich gehe mal davon aus, der Grund ist klar, warum man das nicht bei den Weichen macht. Wir sind ja voll mit Schmiermittel, damit sich die gut bewegen können. Und wenn wir da mit so einem Hochdruck drüber düsen, dann jagen wir das ganze Schmiermittel weg. Und das ist dann nicht so geil für die Weiche. Ja, da vorne haben wir gerade die nächste, können wir gerade auslassen. Ja, da vorne gerade die nächsten. Ab der Brücken können wir es wieder anmachen.
Wo ich denke, das muss jetzt passen. Da einschalten. Schauen wir mal, ob er was macht. Ja, man sieht es ziemlich schlecht. Aber er macht was. Och nö. Der nächste. Machen wir es wieder an. Da vorne wäre es doch vermutlich gerade wieder ausmachen müssen. Oder? Nee, doch nicht. Boah, so eine 15 Meilen pro Stunde Stelle kommt mal wieder. Ah, Weiche, nicht Weiche. Nee. Hinten. Ich glaube, auf dem Gleis bin ich auch noch nicht durchgefahren. Meistens sind wir da. Oh, Spontanregen. Sehr gut. So, jetzt Weiche. Ja. Einmal ein Gleiser. Also ich will ja nichts sagen, aber sonst auf der Scheibe nicht irgendwie Wassereffekt haben? Das Spiel ist einfach geplagt von Bugs. Habt ihr dafür einen Vollpreis verlangen? Ich hab mich echt unendlich lange über das aufregen. So, das müsste wieder reichen, dann können wir es wieder anmachen. So, ein bisschen mehr Schmackes bitte. By the way, rein aus. Warte, wollen die Werbung nicht laden können? Rein zu den Fakten hier. Die Höchstgeschwindigkeit, wenn hier da hinten die Düse an ist, sind 60 Meilen pro Stunde. Nicht schneller. Warnt sich auch das Spiel davor, dass du da nicht schneller fahren sollst. Was war das jetzt? Ich hab nichts gedrückt. Kannst du wieder ausgehen? Wo ist denn das? Hier drin, Makrofon, automatische Bremse halten. Mach ich denn den aus? Ach, da. Dankeschön. Nachdem wir ja hier eh keinen Effekt haben, bringt es ja eh nicht. So, ein bisschen schneller können wir. Oh, wir werden aber ein gelbes Signal kriegen, also haben wir einen Zug vor uns. Oder auch nicht mehr gelb. Wir rutschen.
Du schaffst es. Den Tunnel hier ausnutzen zum Beschleunigen. Sehr gut. Sind wir da gut auf Fahrt. Aber generell, das mit dem Sauermachen, das ist jetzt, glaube ich, irgendwie so ein Trend. Train Sim World 3 jetzt da mit dem Ray Treatment Train. Dann Lixian, der das Minispiel gemacht hat für sich da. Was aber echt cool ist. Dauert noch nicht lang. Also, man hat das Let's Play davon angeschaut. Und natürlich der Powerwash Simulator. Hey, der ist ja so durch die Decke gegangen. War ich ein bisschen überraschend. Aber ich finde es ganz cool, wie Markiplier das dann ein bisschen anders gut hat. Er hat das dann eher so als Podcast-Talk-Format gemacht, während sie halt da im Powerwash-Simulator waschen haben. Ja, entspannt die Arbeit und kannst dann noch mit den Leuten quatschen. Fand ich ein cooles Konzept. Sein Podcast an sich habe ich mir noch gar nicht angehört. Also etwas, der kann. Ich bin persönlich jetzt nicht so der Typ, der sich Podcasts anhört. Ich mach's dir höchstens. So, ich hab nicht auf die Weichen aufgepasst. Mein Gedanke ganz woanders war. Ich Superheld. So, dann wären wir bei unserer Höchstgeschwindigkeit. Ich hätte eigentlich für die drei gerne einen Hotkey. Kann ich die schneller ein- und ausmachen. Aus. Das ist nicht mal hier simuliert. Nix mit Regen. Aber schreibt mir das mal in die Kommentare rein, ob das bei euch auch so ist. Das war der Classic 6, zumindest in der Variante mit RATT-Steuergerät da, dass man hier keine Regeneffekte auf der Scheibe hat. Nicht mal hier auf der Seite. Schon echt traurig. Mal gespannt, ob er mich kurz vor der Einfahrt dann noch sagt, ich soll das Teil ausmachen. Oh, keine Weiche hier. Ganz schön dunkel für 17 Uhr. Ah, scheiße, da war die Weiche. Okay, die wird schon überlebt haben. Ohne. Aber ich glaube, wir hätten da eigentlich beim Bahnübergang ausmachen sollen. Ja, und deswegen hast du einen zweiten Dude, der das macht. Du kannst dich aufs Fahren konzentrieren und der andere konzentriert sich dann hier auf die Obstacles. Was der Dead Rail auch noch meinte ist, wenn eine Strecke zum Beispiel besonders schlimm ist, oder da einfach die Lokführer reportet haben, dass es da echt schlimm ist, dann kriegst du einen Anruf über das GSMA und dann sollst du quasi an der Stelle dann langsam fahren. Und aber die... Ach, wisst ihr was, ich lasse das jetzt an.
Sie ist eh viel zu schlecht. Jedenfalls kriegst du dann einen Anruf, dass du halt an der Stelle dann langsam fahren sollst oder langsamer, damit dann die Stelle auch wirklich sauber ist. Hat halt leider kein Szenario, wo es halt wirklich am Tag ist. Alles immer hier so dunkel. Böse Zungen könnten jetzt auch behaupten, es ist vielleicht, um ein paar gewisse Details zu kaschieren. Wenn es dunkel ist und du siehst es nicht, dann ist es nicht existent. Ein bisschen mehr Schmack, es geht schon noch. Sind wir gleich mal daheim. Ich würde sagen, wir fahren mal so. Ja, also wie man sehen, sehen wir nicht sehr viel. Blöde halt auf YouTube ist, dass so Nachtsachen noch viel dunkler sind auf YouTube. Ich freue mich so ungern für Aufnahmen in der Nacht. Für mich an sich schon ganz geil. Das ist ganz anderes Fahren. Aber aufnahmetechnisch ist immer doof. Ich probiere das jetzt nochmal hier mit der Zuglänge. A1. Push switch to begin. Zuglänge. Also im letzten Test hat es nicht funktioniert. Aber der hat doch schon längst was machen müssen. Es funktioniert nicht. Push, Switch, to begin. Habe ich gemacht. Enger drücken. 66 Meilen gefahren. Wer jetzt sogar näher Rumwindschaft kriegt. So. Gelbe Signal. Gehen wir mal runter vom Gas. Doppelgelb. Eigentlich schon mal ein bisschen reinbremsen. Schön sachte. So, ich würde sagen, machen wir die Waschdüsen hier mal aus. Oh, Wasserdruck aus. Kommen wir jetzt irgendwie auf die Seite oder bleiben wir hier beim Bahnsteig stehen?
Ich war doch ein bisschen zu sportlich mit Bremsen. Die halt einfach gar nichts hier. Ja, gut, dass ich es erst gemacht habe. Der Geschmack, es geht schon um. Wieso gibst du keine Leistung? Achso, weil die Bremse noch leicht angelegt ist. Ja, das ist verständlich. Das ist jetzt nicht verständlich. Warum gibst du jetzt keine Leistung mehr? Was? Verstehe ich jetzt nicht. Muss mal so. Die Lokomotive gibt keine Leistung mehr. Okay, was versehe ich mit dem Motor jetzt aus? So, da haben wir unser rotes Signal. Bitte sag mir nicht, dass ich ganz da vorne halten muss. Spiel. Jetzt soll ich so eine kleine Zone machen müssen. Können. So, komm, lösen. Dann müssen wir mal ganz vorsichtig rantasten. Ohne, dass wir dabei das Signal erwischen. Komm, bleib stehen. Bitte, 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 bitte. Ah, danke schön. Das war für die Gleisreinigung. Schalten Sie Steuereinheit aus, bevor Sie den Zug abstellen. Ja, kann ich machen. Controller ein, aus. Okay, ich glaube, das war's. Anhalten in Sittinghorn, einwärts Güterverbindung. Ah, es geht doch noch weiter. Abgelehnt. Auf Signalwechsel warten. Okay, weil dann Kollege. Ah ja, okay. Ja, der blockiert uns. Alles klar. Aber wenigstens weisen sie da nochmal darauf hin, dass man es abstellen soll. Was bist denn du, was da kommt? Das ist ja nochmal eine Class 66. Nee. Bei dir Regen drauf? Da passt sich kein Regen drauf. Komisch. Yes. Wir dürfen reinfahren. Und bitte Leistung.
15 maximal wiederholen lassen. Bauen einwärts, gute Verbindung. Nochmal nach links? Ja, geht nochmal nach links. Einfach zappen, Düste. So, bleib stehen. Ah, oh, ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Muss ich jetzt doch anno. Oh, nee. Ich dachte, hier kann ich ein bisschen früher anhalten. Dann fahren wir halt ein bisschen weiter noch. Mensch, heute nimmt das Spiel aber sehr genau. Ich will nicht so dicht ans Signal ranfahren. Da, jetzt müsste aber gut sein. Gut gemacht, da draußen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Eigentlich bin ich mal gar nicht so schlecht, außer dass ich ein paar Weichen übersehen habe und garantiert. Ein paar Pfeiftafeln, weil ich nicht aufpasst habe. Aber ja, so grundsätzlich zum Fazit jetzt von diesem Lockpack. Ich meine, ich finde das Lockpack an sich ein bisschen überflüssig. Man kriegt ja primär Deliveries und halt hier diesen Reinigungswagen. Für die Santa Fe, ja, da glaube ich, würde ich es mal holen, einfach weil es eine schöne Lackierung ist für die F7. Der Reinigungswagen so an sich und die Class 66 da in der angepassten Version kriegt von mir keine gute Note, weil ich meine, der Wassereffekt, der ist echt ein bisschen mehr, da könnte man mehr machen. Und dann die grausigen Texturen, das müsste echt nicht sein. Und dann jetzt zum Schluss das mit dem Regeneffekt, wobei damit kann ich noch leben, aber wenn es die ganzen anderen haben, und das dann eigentlich nur gut aussehen kann in Transient World mit dem Regeneffekt auf der Scheibe drauf, verstehe ich nicht, warum es jetzt so nicht geht und wo ist ja die Qualitätskontrolle, wieso wird sowas durchgelassen? Ja, und dann das mit der Zuglänge funktioniert auch nicht. Aber da kann es auch sein, dass ich da jetzt irgendwas falsch mache, aber ich kriege das bei mir nicht hin, dass er oben beim Data Code die Zuglänge dann mal reinspeichert. Das mal soweit mein Fazit, euer Fazit natürlich auch gerne in den Kommentaren und dann sehen wir uns demnächst im neuen Abenteuer. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.